auf meinem Kanal Streampunk. Liebe Punks und liebe Leute, schön, dass ihr es, du es, heute wieder geschafft haben zur neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal zum Thema Wahnsinn der Woche. Zu Beginn eines jeden Videos bitte ich immer alle Zuschauer, die meinem Kanal noch nicht folgen, dieses bitte zu tun und die obere Glocke zu aktivieren, damit ihr auch sofort informiert werdet, wenn es neue Inhalte auf meinem Kanal gibt, und helft auch die Community zu vergrößern. Teilt meine Videos in eure Social Media Welt oder, wie hier gezeigt, mit Hilfe des Scheren-Symbols unter dem Video mit der Clip-Funktion könnt ihr kleine Teile durch einen Link generieren und den dann auch teilen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ihr könnt es schon sehen im Titel und auch im Profilbild. Was war das denn? Marie Strack-Zimmermann ist in einem Interview und ihr entgleist da so einiges. Zunächst legen wir aber los mit dem Wahnsinn der Woche. Und hier an diesem Artikel kann man erkennen, dass das, was man uns hier täglich so in den Zeitungen zeigt, ja, es gibt immer nur die gegen die oder die gegen die, also insofern USA und der Westen, in dem Fall gegen die Russen, Politiker gegen, hast du nicht gesehen. Hier gibt es einen Artikel, das ist hochinteressant, ein Ex-FBI-Beamter wird wegen Geldwäsche für Oligarchen angeklagt. Das finde ich heftig und das zeigt auch, ich meine, dass das FBI sozusagen mit den russischen Milliardären hier zusammenarbeitet. Das ist merkwürdig, weil im Grunde, ja, im Grunde ist es genau entgegen dem, was man uns jeden Tag hier in der Presse erzählen will. Der für Spionageabwehr in New York tätige und, achso, war er tätig und kümmert sich um die Ermittlung gegen Oligarchen. Nun wurde der 54-jährige ehemalige FBI-Beamte verklagt. Es wurde Anklage erhoben. Er soll dem Milliardär Oleg Deripaska Geldwäsche vereinbart haben mit dem Oligarchen, damit dieser Sanktionen umgehen könne. Ein ehemaliger hoher Beamter der US-Bundespolizei FBI sowie ein weiterer Amerikaner sind wegen der illegalen Hilfe für einen russischen Oligarchen festgenommen worden. Die beiden Männer sollen mit dem Milliardär Geldwäsche vereinbart haben, um im Zuge des Ukraine-Konflikts erlassene Sanktionen gegen diesen zu umgehen. Eine Gegenleistung für Zahlung von Deripaska soll auch die Ermittlung gegen einen rivalisierenden Oligarchen gewesen sein, wie die Behörden ermittelten. Eieieiei. Die New Yorker Staatsanwaltschaft eröffnete eine Anklage mit 5 Anschuldigungen, darunter Verletzung, US-Sanktion, Geldwäsche, Verschwörung. Die Verdächtigen wurden Samstag in Gewahrsam genommen. Das ist ja heftig. Aufsehenerregend bei diesem Fall ist zudem, dass der ehemalige FBI-Mitarbeiter vor seiner Pensionierung im Jahr 2018 als Spezialagent für die Spionageabwehrabteilung des FBI in New York tätig war. Das heißt, sie sind dann raus aus dem Dienst und drehen ihrem eigenen Staatsapparat sozusagen gleich den Rücken. Das finde ich ja merkwürdig. So doll muss da die Landesverbindung doch wohl nicht sein. Ja? Dabei war der 54-Jährige für Ermittlungen gegen Oligarchen zuständig gewesen. Zusammen mit dem zweiten Amerikaner, der ursprünglich russischer Herkunft ist, ach, und als Gerichtsübersetzer arbeitete, habe er zuletzt versucht, die Sanktionen gegen den Milliardär aufheben zu lassen. Diejenigen strafrechtlich verfolgen, die gegen US-Sanktionen verstoßen, die als Reaktion auf russische Kriegslust in der Ukraine verhängt wurden. Ja, okay. Ja, Sanktionsverstöße, das ist natürlich klar. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Finde ich heftig. Und das zeigt im Grunde, es gibt gar kein Gut und gar kein Böse. Ja, die gesamten Strukturen sind sogar noch innerhalb unterwandert, muss man sich vorstellen. Ja, und dann gibt es ja hier jetzt auch in den letzten Tagen die Sache, dass in der EU gesagt wird, ja, wenn Heuschrecken und Mehlwürmer in den, im Essen drin ist, wäre das jetzt nicht so schlimm. Also das wäre kein Grund, jetzt irgendwie die Lebensmittel zurückzugeben oder die Chargen irgendwie wegzuschmeißen. Und der Kretschmann sagt also auch was dafür dazu. Ne, der hat ja auch wirklich immer irgendwas zu melden, ne, diese komische Figur. Ne? Also er sagt, die Insekten schmecken also nicht schlecht. Kretschmann hält Insektenessen für geboten. Was ist denn hier plötzlich los? Was ist denn das für ein Narrativ mit Insektenessen? Ja, ich habe ja auch schon was dazu gesagt. Also ernährungstechnisch ist das tatsächlich eine gute Sache, weil sie auch hochwertiges Protein liefern. Ja, aber dass man jetzt schon wieder so einen Film davon machen muss, das ist wirklich, bleibt absolut unverständlich. Unverständlich.
Ob als Pulver oder gefroren, ab sofort dürfen Hausgrillen in Lebensmitteln verwendet werden. Was für einige befremdlich klingen mag, hält Kretschmann für einen vernünftigen Weg. Der baden-württembergische Ministerpräsident hat die kleinen Proteinbomben sogar selbst schon probiert. Würmer, Heuschrecken und Grillen sollten aus Sicht von Kretschmer künftig eine wichtige Rolle bei der Lebensmittelversorgung und Gesellschaft spielen. Von der Sache her ist es durchaus geboten, sagte der grünen Politiker in Stuttgart. Das wird eine große Rolle spielen in der Ernährung der Menschheit in Zukunft. Es sei ein vernünftiger Weg, der ökologisch sinnvoll sei, um an Proteine zu kommen. Ein erster Schritt dabei wäre aus dieser Sicht, aus Insekten Tierfutter herzustellen. Ja, okay, ich rieche so ein bisschen hier Lobbyismus, so nach dem Motto, ja, wenn wir das jetzt schaffen, hier die Gesetzeslage so hinzudrehen, dass die Lebensmittelhersteller ihre Lebensmittel sozusagen mit Insekten strecken dürfen, denn das ist doch wohl klar, die Herstellungskosten sind ja fast gleich null, nicht? Also, und du kannst ja massenhaft Insekten herstellen unter den entsprechenden Bedingungen. Ne, das wird nachher irgendwo überall beigemischt, was weiß ich, ja, in Käse, also in Schmierkäse oder in Joghurts, in Puddings, in irgendwelchen Soßenmehlen, ja, da wird das irgendwann wahrscheinlich einfach alles zu finden sein und die Lebensmittelunternehmen sparen sich da eine ganze Menge Kohle. Tja, was sagen wir dazu? Grundsätzlich finde ich solche Dinge, wenn die Industrie kommt und sagt, Mensch, wir produzieren jetzt, was weiß ich, vegane Frikadellen aus Insektenproteinen, dann hat die Industrie die Möglichkeit, das zu produzieren. Die Menschen haben die Möglichkeit, das abzunehmen und essen zu wollen, wenn sie möchten. Macht aber bitte keinen Film davon und zwingt es jedem auf, so wie, ja, so wie alles eigentlich in der Politik. Und warum? Ja, und eine Folge davon, von diesem ganzen Druck, der durch die Politik passiert, ist jetzt hier scheinbar in Hamburg ja, so ein bisschen deutlich geworden. Und hier gehen wir auch einmal ganz kurz rein. Im Hamburger Rathaus wollte offenbar ein Mann mit Waffe zum regierenden Bürgermeister Tschentscher. Ach du Schande. Zwischenfall im Hamburger Rathaus. Wie es jetzt bekannt wurde, hat ein offenbar bewaffneter Mann am Freitag versucht zu Bürgermeister Peter Tschentscher SPD zu gelangen. Als er erfuhr, dass Tschentscher nicht im Rathaus war, ging er wieder. Jetzt wird nach dem Unbekannten gefahndet. Wieso? Weil er gefragt hat. Ein Mann soll am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in der Rathausdiele eine Mitarbeiterin nach dem Bürgermeister gefragt haben. Ja, Bruder, Freitagabend, 21.30 Uhr. Da weißt du selber, kann man sich ja schon an allen 10 Fingern ausrechnen, dass der Bürgermeister um 21.30 Uhr auf dem Freitagabend wahrscheinlich nicht im Rathaus ist, ja. Als sie erklärte, dass Tschentscher nicht da sei und er erst am Montag erneut versuchen könne, ging der Unbekannte wieder. Dann soll er sich noch einmal umgedreht haben. In diesem Moment will die Rathausmitarbeiterin eine Waffe gesehen haben, so Polizeisprecherin Sandra Lefgrün. Eine konkrete Bedrohung habe es aber nicht gegeben. Auch sei unklar, was genau der Mann vom Bürgermeister wolle. Der Staatsschutz ermittelt. Seit dem Wochenende laufen verdeckte Maßnahmen, um den Unbekannten zu identifizieren. Welche das sind, teilt die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht mit. Das kann ich euch sagen. Das ist genau wie in einem Kinofilm. Da werden die Überwachungskameras jetzt angezapft. Dann gehen die Bilder durch eine Gesichtserkennungssoftware und demzufolge werden die dann sozusagen mit ja, allen Fotos, die im Netz vorhanden sind, abgeglichen. Ja, und wahrscheinlich wird man über eine Handyortung, eine Handyfahndung wahrscheinlich irgendwie auch die Handys ermitteln können, die am Freitagabend um 21.30 Uhr dort vor Ort waren. Und man wird eventuell auch den Handyweg vom Rathaus weg um die genaue Uhrzeit, das wird man auch ermitteln können. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass um 21.30 Uhr, keine Ahnung, viele Menschen mit diesem einen Mann das Rathaus verlassen haben. Das heißt, anhand der GPS-Daten weißt du im Grunde schon, wer es ist. Wenn er schlau war, hat er sein Handy zu Hause gelassen und dann bleibt eben das, was ich als erstes genannt hatte. Ja, aber es ist schon merkwürdig hier, ne? Es zeigt einen etwa 50 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren. Damit wird intern nach dem Unbekannten gefahndet. Eine Öffentlichkeitsfahndung ist eventuell auch angedacht.
Ja, Hamburger Abendblatt hat zuvor über den Zwischenfall berichtet und von einem versuchten Anschlag gesprochen. Das wollte die Polizei nicht bestätigen. Wir wissen noch nicht, aber mit Sicherheit, ob der Mann tatsächlich eine Waffe bei sich trug. Ja, ist auch nur ein Verdacht. Da kann man im Grunde auch schon erkennen, dass die Leute am Rathaus, also es werden wahrscheinlich ja Security-Mitarbeiter sein, dass man denen schon gesagt hat, Leute, pass mal ein bisschen auf, wer weiß, was hier in der nächsten Zeit passiert. Ja, keine Gewalt, das ist natürlich klar. Auf der anderen Seite absolut verständlich, wenn die Leute ihre Geduld verlieren. Ja, und dann gibt es eine tolle, positive Nachricht, wie ich finde. Und zwar hier, schade für 545 Mitarbeiter, das bedauere ich wirklich sehr. Ein Großbetrieb vor den Toren Hamburgs schließt 545 Mitarbeiter betroffen. Warum erwähne ich das denn so explizit? Nun, es handelt sich hier um eine Großdruckerei in Ahrensburg, die dem Bertelsmann-Konzern gehört. Eieieiei, da müssen wir ja mal näher reingehen. Nur noch ein Jahr, dann hat es sich ausgedruckt. Der Bertelsmann-Konzern will Ende Januar 2024 seine letzte verbliebene Tiefdruckerei in Ahrensburg schließen. Der Grund: steigende Energiepreise und eine sinkende Nachfrage. Also, trotz der Gesundheitskrise, trotz der ganzen Nachrichten, die in den Printmedien stattfinden. Ja, da können wir ja annehmen, mein Gott, die haben ja in den letzten Jahren richtig verdient. Die Leute haben ja wahrscheinlich Zeitungen wie wahnsinnig gekauft, um sich regelmäßig zu informieren. Nein, scheinbar nicht. Scheinbar trotz dieser ganzen Krisenlage sinkt die Nachfrage der Printmedien. Und weil es eben ein Bertelsmann-Konzern ist, begrüßen wir das natürlich. Ja, der Ahrensburger Betrieb befindet sich zurzeit in einer Verlustzone. Und diese Produktionsstätte ist der letzte verbliebene Tiefdruckstandort von Bertelsmann in Deutschland. Die Arbeitnehmerseite kündigt Widerstand gegen die Pläne an. Ja, Bertelsmann, sägt euch ab. Was glaubt ihr denn? Ne? Arbeitnehmer kündigen Widerstand an. Das interessiert Bertelsmann doch nicht. Ne? Bertelsmann, die Menschen haben doch Bertelsmann nie interessiert. Ja? Digitaler Wandel, Aufträge der Druckerei nehmen ab, wird hier begründet durch den digitalen Wandel und der enorme Anstieg der Papier- und Energiepreise. Und Marketingaktivitäten in den vergangenen 2 Jahren immer wieder hinterfragt und häufig in Richtung digitaler Kommunikationslösung verändert haben. Es gäbe einen starken Rückgang des Auftragsvolumens. Ja, finde ich super, weil es eben halt hier den Gegner trifft. Ne? Ne? Das heißt also, je weniger Printmedien verbreitet werden, desto weniger werden auch die Menschen erreicht, die zum Beispiel nur noch Tagesschau schauen und in der Vergangenheit eben Nachrichten geguckt, sich diese Printmedien gekauft haben. Ja, diese Menschen werden in Zukunft nicht mehr darauf zurückgreifen können und Bertelsmann wird dadurch geschwächt. Und das sehen wir im Grunde ja auch, ne? Ne, es ist den Konzernen ist es scheinbar egal, ob wir morgen noch irgendwie deren Inhalte konsumieren bei diesem ganzen Irrsinn, den die in den letzten 3 Jahren hier von sich gegeben haben. Und noch etwas Erfreuliches finde ich, und das ist also so typisch auch für unser Land, wie ich finde, Deals mit Schutzmasken, CSU-nahe Lobbyisten in Untersuchungshaft. Ach du Schande, was ist da denn los? Die Tochter eines einstigen CSU-Generalsekretärs fädelte zu Beginn der Gesundheitskrise Geschäfte mit Atemschutzmasken ein. Nach Angabe der Münchner Staatsanwaltschaft wurden die Lobbyisten und ein weiterer Beschuldigter nun festgenommen. Hintergrund seien steuerrechtliche Vorwürfe. Im Zuge der Affäre um überteuerte Lieferungen von Schutzmasken hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag die CSU-nahe Lobbyistin Andrea Tandler und einen weiteren Beschuldigten festgenommen. Musst dir vorstellen, ne? Du bist also CSU-nahe Lobbyistin und sitzt in Untersuchungshaft. Oh mein Gott, wie peinlich. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte auf Anfrage von Welt, dass beide am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt seien. Sie befänden sich nun in Untersuchungshaft. Also hier auch ein Beispiel dafür, dass immer gesagt wird, viele sagen ja in den Kommentaren immer, da passiert nichts, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ich finde, an so einem Beispiel kann man erkennen, hier gibt es also einen Staatsanwalt, die Münchner Staatsanwaltschaft, die sagt, jawohl, hier müssen wir mal genauer gucken. Andrea Tandler ist die Tochter des einstigen CSU-Sekretärs Gerold Tandler. Laut Medienberichten soll sie zu Beginn der Gesundheitskrise mit ihrer Beratungsfirma für die Vermittlung von Geschäften mit Schutzmasken Provisionen in zweistelliger Millionenhöhe kassiert haben. Zweistellige Millionenhöhe. Musst du dir vorstellen, die vermittelt Schutzmasken
und bekommt eine Provision in zweistelliger Millionenhöhe. Wenn man jetzt sagt, okay, das sind jetzt nur 10 Millionen, ne? Die erste zweistellige Zahl, Millionenzahl, wie viel Prozent sind das und was für einen Umfang hat die denn vermittelt? Ja, das ist schon heftig, ja. So, und das soll eben völlig überzogene Preise gegeben haben. So, Verdachte des Gewerbesteuerbetruges. Die Provision sollen sie jedoch mit einer Firma im benachbarten Grünwald kassiert haben. Also ihre Firma, die in München, eine Münchner Werbeagentur, hat wohl diese Deals vermittelt, aber die Provision soll sie jedoch mit einer Firma im benachbarten Grünwald kassiert haben, die bei der Anbahnung des Geschäftes noch gar nicht existiert habe, hieß es in dem Bericht. In Grünwald ist die Gewerbesteuer laut Spiegel deutlich niedriger als in München. Das finde ich heftig. Also die machen hier einen Deal, kriegen Provision für einen völlig überteuerten Deal und sind dann noch nicht mal bereit, Steuern dafür zu bezahlen, Gewerbesteuern dafür zu bezahlen. Also dann sitzen sie auch tatsächlich wirklich zu Recht in Untersuchungshaft, unter aller Kanone. Allerdings, wir haben ja das erlebt, ne, dass also einige Freidenker geklagt haben und gesagt haben, wie kann es überhaupt sein, ne, damals mit den Parteien, mit den Parteimitgliedern, dass die also diese Maskendeals vorgenommen haben und Provisionen kassiert haben. Und dann hat damals ja, ich weiß gar nicht, welches Gericht das war, gesagt, nein, nein, dass die Politiker hier, die Bundestagsabgeordneten, Provisionen für die Maskendeals bekommen, das wäre rechtlich völlig in Ordnung. Da haben wir gedacht, uff, ja, mag ja sein, rechtlich, aber was für ein schlechter Stil ist denn das? Ja, und auch hier schon wieder, ne, die Möglichkeit, dass man einfach lobbyiert wird, also ja, dass die Politiker sozusagen unterwandert werden von den Lobbyisten. Die Gefahr besteht doch. Nein, das Gericht sagt wunderbar. Aber wo dieses Gericht jetzt wirklich schluckt, ist, dass diese Menschen, gut, sie ist hier CSU-nahe, keine Bundestagsabgeordnete, aber wir stolpern sozusagen darüber, dass Steuervergehen stattfinden. Ja? Es ist wirklich verrückt. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Al Capone. Den hat man nie kriegen können mit seinem Schwarzbrennen und mit dem Handeln von dem damals verbotenen Alkohol. Wo man ihn bekommen hat, war Steuerhinterziehung. Man hat seinen Buchmacher festgenommen und ihm beweisen können, welche Einnahmen er hat und damit beweisen können, dass er keine Steuern bezahlt hat. Aber völlig verrückt, ne? Wenn man hier angefangen hätte, hätte gesagt, nein, Politiker oder auch sonstige, was weiß ich, Lobbyisten dürfen gar nicht mit Masken handeln. Musst dir vorstellen, bist ein Lobbyist und machst mal eben 10 Millionen. Ja, und das in einem Zeitraum von, ja, die Gesundheitskrise hat jetzt 3 Jahre gedauert, bis heute sozusagen. Keine Ahnung, hat sie im ersten halben Jahr hat sie eine Provision von 10 Millionen kassiert. Also ein absolut toller Lohn, wie ich finde. Und zu den, jetzt habe ich kurz vergessen, was zu zeigen. Ich hatte ja eben den Artikel, wo Winfried Kretschmer sagt, Leute, lass uns mal Insekten essen. Das wäre also die Lösung der Lebensmittelversorgung der Zukunft. Da habe ich nämlich ein Foto gefunden von Winfried Kretschmer, wie er hier beim Karneval 2019 sitzt und zwar beim traditionellen Froschkutteln essen. Ja, also, dass er keine Probleme hat, auch Insekten zu vertilgen, das glaube ich glatt, weil Froschkutteln ist also ein traditionelles Essen und besteht zwar nicht aus Insekten, sondern aus in Essig eingelegten Rindermägen. Das, was die hier essen, das sind in Essig eingelegte Rindermägen. Das kann man hier unten im Text auch lesen. Und dann auch so diesen bekloppten Hut, den er hier aufhat. Das ist so ein bisschen schützenvereinmäßig, ja. Wir treffen uns im Karneval jedes Jahr zum traditionellen Froschkutteln-Essen. Da ziehe ich dann meine Dulli-Klamotten an und meinen Kasperhut und dann, ja, Rindermägen. Ja, dann herzlichen Appetit, herzlichen Glückwunsch. Ne? Kein Wunder, dass die Menschen hier so komisch im Gesicht aussehen. Vom ganzen Fleischgefresse sehen sie bald selber aus wie ein Rind. Ja, ekelerregend, wenn ich das mal ganz kurz einmal so sagen darf. Ja, ganz kurz wieder einmal zurück zu den Artikeln. Das sind die Deals mit Schutzmasken. Das nächste ist auch interessant. Ein interessanter Artikel dreht sich ein bisschen um die Ukraine.
Und zwar bei einer Debatte bei Maybrit Illner sagt ein Oberst Wüstner, die Bundeswehr stehe nackt da. Oberst Wüstner kritisiert den Zustand der Bundeswehr bei Maybrit Illner mit harten Worten, die Truppe stehe nackt da, er fordert ein Handeln der Politik. Also hochinteressant, ne? Hier wird ein Wahnsinn gefahren über die Medien. Ja, wochenlang Panzerlieferung, ja, Panzerlieferung, nein. Und wenn man mal so einen General fragt, ne, das haben wir in den letzten Wochen auch Ex-Generäle oder so Militärexperten, die schon ein bisschen älter und erfahrener sind, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen über das, was hier gerade passiert, ja. Allerdings sagt er hier natürlich, spät am Abend setzt Oberst eine Grundkritik aus. Es ist noch nicht verstanden worden, dass wir in eine Art Kriegswirtschaft müssen. Also wenn wir die Amerikaner rausdrängen aus dieser ganzen Verteidigungswirtschaft, müssen wir natürlich selber dafür sorgen, dass wir entsprechend unser Militär aufrüsten. Das kann ich argumentativ absolut verstehen. Und er sagt hier, wir sind mehr oder weniger nackt, sagte er. Die Lage in der Bundeswehr ist prekär. Sie ist so schwierig wie nie zuvor. Naja. Alles, was wir abgeben, muss endlich wieder neu zugeliefert werden. Da fehlen Verträge, da ist die Politik zu langsam. Der Kühnert war auch da und er wirft die Frage ein, wie es in der Bevölkerung ankommt. Einerseits von der aus Russland Richtung Deutschland die Aggressivität und andererseits von sich leerenden deutschen Waffendepots zu hören. Ein Güler ist auch hier, ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Er bemängelt, dass die Hauptfrage nach der geopolitischen Dimension nicht gestellt werde. Das ist interessant. Also er fragt hier, was passiert eigentlich, wenn die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt? Ganz genau. Ne, das ist auch eine wichtige Frage. Leopardpanzer als Wunderwaffe beim Verteidigungsminister treffen in Rammstein. Wichtigste Rolle. Und Güler, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wer ist denn dieser Güler? Wird das hier gar nicht erläutert? Sekunde, das muss ich mal eben ganz kurz schauen. Hier wird von Kevin Kühnert gesprochen. Und hier wird von dem Wüst gesprochen. Und dann ist hier eine Frau Güler wahrscheinlich, weil hier sitzen Frauen. Güler ist ja wahrscheinlich türkisch. Das ist ja merkwürdig, dass das hier gar nicht erwähnt wird, wer sie ist, sondern wird einfach gesagt Güler. Na, macht ja nichts. Also diese Frau Güler nehme ich jetzt einmal an. Sekunde, zumal Kühnert. Achso, der Kühnert merkt an, dass der Leopardpanzer auch nicht die Wunderwaffe ist, die den Krieg entscheiden wird. Jetzt plötzlich wieder so kritisch, ne? Es ist merkwürdig, ne? Wie sie sich alle so winden, ja, wie eine Schlange, ne? Nein, wird hier gesagt, das ist kein Game Changer, pflichtet der Militärexperte bei. Carlo Massala ist das. Massala blickt auf das Tempo bei der Einrichtung von LNG-Terminals. In militärischen Fragen aber agiere die Bundeswehr wie in Friedenszeiten. Es sei versäumt worden, Gespräche mit der Industrie zu führen und Verträge abzuschließen. Hochinteressant, wie ich hier diese Diskussion finde. Das Problem ist, dass von Tag 1 an die strategische Kommunikation dieser Regierung grottenschlecht ist. So, und das ist jetzt auch interessant. Ziele Deutschlands in der Ukraine unklar. Und dann sagt die Journalistin, die Zeitjournalistin Anna Sauerbrei sagt, mir ist immer noch nicht klar, was ist das Ziel und das Interesse Deutschlands in diesem Krieg? Ja? Hochinteressant, ne? Der Kevin Kühnert spricht sich für Ersteres aus. Genau, doch wenn die Konferenz in Rammstein schief geht, haben wir einen Scherbenhaufen in der Allianz und Putin wird sich die Hände reiben. Natürlich, das ist natürlich ein Spiel oder ein Ergebnis, was eben bei rauskommen kann. Ja? Brockhoff sagt, wir müssen ein Signal an Putin senden. Das ist hier alles nur Provokation in meinen Augen. Ja? So, der Westen müsse ein entscheidendes Signal an Putin senden. Leopardpanzer können dabei ein Teil des großen Puzzles sein. Und angenommen, wir gehen all in. Was ist, wenn das nicht reicht? Das fehlt mir noch in der Debatte. Also das wird völlig ausgelassen. Ne? Was passiert eigentlich, wenn unsere Waffen nicht reichen? Ne? Was passiert eigentlich? Ja, und jetzt pass auf. Pistorius ist der neue Verteidigungsminister und Kevin Kühnert sagt hier, dass mit Pistorius nun keine Geschlechterparität mehr im Bundeskabinett herrscht, tut uns weh, sagt Kühnert. Ja, Junge, wenn du keine anderen Probleme hast, ne?
als darauf zu achten, ob der neue Bundesverteidigungsminister nun eine Frau ist oder ein Mann ist. Tut mir leid, dann hast du die Kontrolle über deinen Job verloren. Das ist ja an Peinlichkeit hier gar nicht mehr zu überbieten. So, und jetzt kommen wir zum schönsten Beitrag. Und zwar gibt es hier ein Interview, wo Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und entweder steht irgendwo in der Nähe jemand mit einer Fernbedienung, die kurzen Aussetzer hat. Oder, keine Ahnung, die haben da kurz so ein Funkloch gehabt. Ja, ich will gar nicht mehr dazu sagen. Wir schauen uns das einmal ganz explizit an. Amerikaner einschicken, damit wir in die Gänge kommen. Das ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Wir gehören zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt. Wir brauchen doch kein Symbol. Da sterben Menschen. Amerikaner einschicken, damit wir in die Gänge kommen. Das ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Wir gehören zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt. In dem Moment, wo sie sagt, wir gehören zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt, blickt sie so komisch nach oben, ne? Wie so ein Krampf. Wir brauchen doch kein Symbol, da sterben Menschen. Amerikaner einschicken, damit wir in die Gänge kommen. Das ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Wir gehören zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt. Wir brauchen doch kein Symbol. Ja, also vielleicht kann ja mal so ein Amtsarzt schauen, ob diese Dame überhaupt noch arbeitsfähig ist. Es sieht mir so ein bisschen wie ein Krampf aus oder ein Tick, ne? Ihr kennt doch die Leute mit den Ticks, ne? Die einfach mitten in einer Haltung dann irgendwie einen Tick kriegen, irgendwas sagen oder irgendwie zucken. Also ich weiß nicht genau, inwieweit das hier auch Nebenwirkungen sein können. Amerikaner einschicken, damit wir in die Gänge kommen. Das ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Wir gehören zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt. Wir brauchen doch kein Symbol. Da sterben Menschen. Ja, vielleicht ist ja jemand hier unter den Zuschauern, der Psychologe ist oder vielleicht, keine Ahnung, Verhaltensforscher, Psychologe oder eben vielleicht auch Nervenarzt, der sagen kann, was das hier war gerade. Ja, ich finde es wirklich merkwürdig, dass die Dame hier, ich meine, klar, der drehen die Nerven durch. Wir haben in einigen Videos die neuen Sitzungen mit Dr. Rainer Füllmich. Da gibt es auch Menschen, die sprechen davon, dass, also Ärzte, die sprechen davon, dass zu Wesenveränderungen gekommen ist bei den Menschen seit der Gesundheitskrise. Ja, ich weiß nicht, was mit Frau Strack-Zimmermann hier los ist. Es scheint eine Art Nervengewitter zu sein oder ein sich anbahnender epileptischer Anfall. Irgendwie so würde ich das als staatlich geprüfter Rettungsassistent, würde ich das betiteln wollen, diagnostizieren. Ja, ich finde es merkwürdig. Wir schauen uns das noch einmal an. Ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Wir gehören zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt. Wir brauchen Amerikaner einschicken, damit wir in die Gänge kommen. Das ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Wir gehören zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt. Wir brauchen doch kein Symbol. Da sterben Menschen. Amerikaner einschicken. Es ist unfassbar. Ja, dann habe ich natürlich hier noch uns ein paar Fotos rausgesucht, ein paar schöne. Hier, wie gesagt, Winfried Kretschmer beim Froschkutteln essen in seinen Sonntagsputzklamotten oder was er da auch hat. Ist das nicht peinlich? Das ist ja auch schon so ein bisschen, ich finde das ja beim Schützenfest auch, ne? Ich finde das ja extrem kultistisch, ne? Dieses ganze Gehabe mit Uniformen und was weiß ich was. Was haben wir hier noch Schönes? Sekunde, glaube ich, müssen wir so rum. Nee, müssen wir doch so rum. Ich brauche keine Pause, keinen Urlaub und auch keine Auszeit. Ich brauche einen Alltag, der nicht ständig so anstrengend, fremdbestimmt und übervoll ist, dass ich dauernd das Gefühl habe, Urlaub und Pausen und Auszeit zu brauchen, um nicht irgendwann endgültig zusammenzubrechen. Das ist doch super, ja? Wer sich sein Leben so gestalten kann, dass er nicht ewig Pausen und Urlaub braucht, der hat wirklich Glück. Ich möchte mich dazu den Glücklichen zählen. Ich habe vor vielen Jahren einfach auf das, was die Gesellschaft von einem erwartet, das macht man doch nicht, das habe ich gemacht. Und seitdem geht es mir so. Ich bin einer der Glücklichen. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch keine Kinder, bin nie verheiratet gewesen.
Ich habe nichts irgendwas, worum ich mich da außerhalb noch kümmern muss. Ich kann ganz egoistisch mir mein eigenes Leben planen. Und das habe ich auch gemacht. Und komischerweise habe ich das früh genug gemacht. Ich bin jetzt so vielen Leuten, auch meinen Freunden, vielen Freunden, die immer noch in Arbeit und in diesem Hamsterrad stecken und auch der Familie, bin ich wirklich voraus. Und das ist gut so. Pflegeheimbewohner 2050. Das also sollen wir sein. Finde ich ganz nett, ganz lustig irgendwie. Ja, das wäre dann unsere Generation, die dann 2050 in 25 Jahren in die Pflegeheime kommt. Finde ich ganz lustig und auch eine ganz positive Aussicht, ne? So, und das habe ich auch gefunden. Das ist so richtig für die, ja, für die Dullis, ne? Das ist so typisch deutsch. Hier wird ein Messerset angeboten. Ich weiß nicht, ich habe es einfach nur gespeichert, weil ich denke, Leute, wie kann man denn so verpeilt sein, dass man die Messer nicht unterscheiden kann und dass es notwendig ist, auf die Messer zu drucken, für was sie sind. Ihr seht das hier, ein großes Messer oben Fleisch, darunter Brot, darunter Gemüse und Obst. Also ich habe so ein großes Messer, da schneide ich alles mit. Und ich habe so ein Gemüsemesser, da schneide ich auch alles mit. Ja, aber wie peinlich, ne? Ich meine, wer das nicht weiß, das gehörte mal früher zum Allgemeinwissen, dass man so weiß, ich meine, guck in deine Schublade, in dein Fach, ne, da sieht man doch schon im Grunde von alleine, was für was ist. Ja, und dann hier 15 Euro für vier Messer, naja, nur mal so ganz nebenbei. Und hier habe ich jetzt etwas gefunden, das ist hochinteressant, weil hier ist ganz klar zu erkennen, wie Fake News entstehen. Dieses Foto habe ich auf Twitter gefunden. Und zwar steht hier unten, bitte genau lesen, was auf dem Tankfahrzeug steht. Das Foto wurde auf dem Flughafen in Frankfurt gemacht. Bitte lasst das Bild in der VK-Welt rumgehen. Keine Ahnung, was VK ist. Auf alle Fälle kann man hier einen Tankwagen erkennen. Hier das Symbol von BP, British Petrol. BP kennen wir ja noch, ne? Da gab es früher sogar Tankstellen. Und das heißt hier Air BP. Und darunter steht das Wort Chemtrail-Zusatz. Und dann habe ich dieses Bild, habe ich gedacht, okay, das prüfst du jetzt mal, ob es dieses Foto gibt. Und dann habe ich dieses Foto heruntergeladen und auf Google Fotosuche wieder hochgeladen, sodass Google sozusagen schaut, okay, gibt es ähnliche Bilder, die diesen Motivaufbau haben. Und natürlich findet sich auch das Originalbild. Das seht ihr hier. Und dieses Foto hat jemand auf Twitter getweetet, gepostet. Und derjenige heißt Timo 50 Plus. Und dann habe ich dieses Bild genommen und habe also das auch wieder verändert mit Photoshop und seinen Namen eingebaut und ihm dann zurückgeschickt. Und das könnt ihr hier erkennen. Auch hier oben wieder RBP und dann Timo 50 Plus, das ist dann der Name, sein Name. Und dann habe ich das auch hier noch farblich unterschieden, einmal in das helle Grün und einmal in das dunkle Grün. Und wer das erkennen kann, hier links steht dieser Mitarbeiter und der hat auf seiner Weste hinten stehen Timos Mama. Na, da kann man die Schrift tatsächlich so verkrümmen, dass es aussieht, als wenn das auf die Weste gedruckt ist. Und damit habe ich ihm einfach nur beweisen wollen, schau mal, wie einfach es ist, Fake News zu verbreiten. Und am Ende ist es so, damit das Bild homogen aussieht, legst du dann über das gesamte Bild noch so ein Rauschen. Und so sieht das Bild ein bisschen älter aus. Und dieser Schriftzug sieht nicht zu neu aus. Ja, so macht man das. So produziert man Fake News. Ein ganz witziges, interessantes Beispiel. Das wollte ich euch einmal ganz kurz zeigen. Ja, von meiner Seite aus wäre es das schon wieder für heute. Ich bedanke mich für eure ganze Aufmerksamkeit. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ist das kein Problem. Wenn du auch dieses Video noch nicht geliked hast, ist das auch alles überhaupt gar kein Problem. Und wenn du auch noch keinen Kommentar geschrieben hast, hey, ist es überhaupt gar kein Problem. Dass du dieses Video bis hierhin geschaut hast, das unterstützt meinen Kanal auch. Und dafür möchte ich mich besonders bei dir auch bedanken. Vergiss bitte beim Rausgehen nicht, einen Kommentar dazulassen, wenn du was zu sagen hast. Ja? Schreibe so, als wenn hier immer mitgelesen wird. Benutze Worte, die keine Gewalt beschreiben. Ja? Ich sage immer, man kann alles schreiben,
ohne heftige Wörter dafür zu verwenden. Ich muss leider solche Kommentare löschen. Also bitte schreib einen konstruktiven Kommentar. Like auch mein Video, wenn es dir gefallen hat, und teile auch meine Videos, um die Community zu vergrößern. Und aktiviere auch beim Abonnieren, das ist wichtig, die obere Glocke, die dir gezeigt wird, damit du rechtzeitig informiert wirst und nichts Wichtiges in Zukunft mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich allerdings sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.